Was wäre, wenn du eine Menge Geld zur Verschönerung von St. Leonhard Schweinau bekommen würdest? Mehrere Geschäfte? Hier so ein Adidas-Laden. Hier neuere Häuser. Ich würde alle Häuser neu machen lassen. Es gibt halt die Häuser, die im 19. Jahrhundert gebaut wurden. Kaputte Häuser. Es gibt halt welche Häuser, die halt so hässlich aussehen. Straßen neu teeren. Neue Wohnungen und neue Straßen. Parks und viel Natur. Nettere Menschen. Würde auch einen Burger King machen, McDonald's sowas. Irgendein gutes Restaurant fehlt auf jeden Fall hier. Was wäre, wenn du etwas aus einem anderen Stadtteil, einer Stadt, einem Land hier nach St. Leonhard bringen könntest? Ja. Zur Osetzky-Schule bringen könntest. Was wäre das? Ein Burger King. Da könnte ich dann nach der Schule einfach immer essen gehen. Ich würde diesen Hotdog-Stand aus der Nürnberger Altstadt hierher bringen. Die Freiheitsstatue. Wäre ganz cool. Ich würde sagen, ich würde die Topmodels hier auf unsere Schule bringen. Weil ich finde, es gibt viel zu wenig davon, oder? Ein bisschen mehr Harmonie. Was wäre, wenn du dir etwas für die Menschen, Jugendlichen in deinem Stadtteil wünschen könntest? Ich würde sagen, mehr Arbeitsstellen. Vielleicht das, weil die meisten leben auf Hartz IV. Und ja. Was wäre, wenn du den genialsten und den nervigsten Ort hier in St. Leonhard und Sinnesbühl auf einer Karte markieren müsstest? Wo wären diese Orte? Was ist der genialste Ort in St. Leonhard? Genialste Ort in St. Leonhard ist die Backbude da vorne. Die Backbude da vorne, weil wir uns immer treffen mit unseren Freunden. Und die Schule, weil wir da die meisten unserer Freunde kennengelernt haben. Westpark, da finde ich schön. Jan Park, ja, das beste Park, den wir hier haben in St. Leonhard. Und ein nerviger Ort ist Baustellen, nerven. Hier in St. Leonhard, da hinten, hinter der U-Bahn, da sind halt oft so auch kriminelle Leute ein bisschen. Und in der Nähe von dem Internetcafé. Da ist abends immer voll viel los. Oft Polizei fährt auch da durch. Man muss verbessern, dass man, wenn man einen Hund hat und er auf die Wiese kackt, das dass auch man auf einem wegmacht und nicht einfach da lässt. Das ist blöd. Also im Hundepark, im Westpark und Glasscheiben auch halt so. Wenn das kaputt geht, dann aufräumen und nicht auf den Boden lassen. Zum Beispiel unsere Fahrräder bekommen einen Platten. Ja.